Hallo meine Wolfis, zu einer kleinen Runde in unserer 100 Baby Challenge. Und wie ihr seht, habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Hier liegt eine kleine Jenny. Und dieser Fehler, den ich gemacht habe, war kurz in einen anderen Haushalt zu gehen. Denn ich hatte eine Familie aus Versehen einziehen lassen, die hatte kein Haus. Das war jetzt nicht ganz so töfte. Und also die hatten ein Haus, aber keine Einrichtung so rum. Und als ich dann da die Einrichtung machen wollte, ist ein wenig Zeit vergangen, weil ich zwischendurch mal rausgegangen bin, die dann erst was essen lassen habe und so. Und blöderweise hat sie in der Zeit ihr Kind bekommen. Diese kleine Jenny. So, das war problematisch. Okay, die müssen jetzt, sie machen noch schnell ihre Hausaufgaben fertig, alle. Er muss erst was essen eigentlich. Er geht einfach hungrig zur Schule. In der Schule kann er was essen. Und wenn die alle fertig sind, dürfen die auch zur Schule gehen. Wer bist du denn? Bist du ein Teenie? Bist du ein Teenager? Wird Maurice nicht anders geschrieben? Egal. So. Sie darf sich natürlich auch hier direkt in den neuen. Heult sie oder schläft sie? Ich glaube, sie schläft. Sie schläft. Jenny darf in der nächsten Folge, würde ich mal sagen, dann altern. Und sie sucht sich jetzt den nächsten, und zwar einladen hier abzuhängen. Okay, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Wir wollten Yannick als nächsten Vater. Oder wollen wir Geoffrey? Mit seinem sexy Schnurrbart? Oder Don Lodario? Oder Michael Breuer? Ich glaube, zu ihm haben wir einfach keinen Kontakt mehr. Wir nehmen einfach, keine Ahnung. Wir nehmen Yannick. Komm. Okay. Wir sollten mal alle ihre Hausaufgaben was flotter beenden hier. Yannick Bach wird gleich da sein. Das ist schön. So, er ist fertig. Ihr geht jetzt zur Schule. Und wer war? Ist sonst noch irgendwer fertig? Wie weit bist du? Du brauchst zu lang. Du brauchst auch noch recht lang. Sie geht einfach jetzt ohne gemachte Hausaufgaben zur Schule. Ehe sie vom Direx eine Mahnung bekommt. Okay, sie hat noch keinen Ärger bekommen. Ist einfach eine Stunde zu spät. Aber Wayne fleißig arbeiten. Er ist jetzt fertig, er geht auch zur Schule. Und er ist jetzt gleich auch fertig. Dann ist sie die Einzige, die die Hausaufgaben nicht hat. Geh einfach nicht ans Telefon. Fleißig lernen. Geh nicht ans Telefon, mach deine Hausaufgaben fertig. So, und jetzt bist du fertig, jetzt gehst du bitte zur Schule, aber flott. So, jetzt mach hinne. Ja, er hat einfach seine Hausaufgaben nicht dabei. Ups. Stopp. Du nimmst deine Hausaufgaben aber mit. Weißt du, er macht seine Hausaufgaben fertig und nimmt dann seine Hausaufgaben nicht mit. Weißt du, was ist das? Dummes Kind. Henry ist halt nicht der Intelligenteste, habe ich das Gefühl. So, er geht jetzt fleißig lernen, wie alle eigentlich alle, alle Papa, alle anderen auch. So. Wo ist denn Yannick? Wollte der nicht zu Besuch kommen? Sag bloß, der ist schon wieder weg. Rufen wir Yannick halt doch mal an. Um Verabredung, nicht um Verabredung, nein, nein, stopp halt. Gesellschaftliche Ereignis planen. Einladen hier abzuhängen. Mike ist nicht in der Liste? Yannick, nicht Mike. Ist er denn hier gewesen oder hier? Hallo? Haben wir den reingelassen? Ist der irgendwo? Ah, hier. Das ist schön, dass er einfach direkt in den Keller geht. Schmeicheln wir ihm ein bisschen. Das hier werden wir ersetzen. Verschönern. Tag verschönern, nicht ihn verschönern. Hallo?
Tami wieder ganz gut im Kopf, oder was? So, dann werden wir ihn fragen, ob er Single ist. Und egal, ob er Single ist oder nicht, wir machen ihm ein Kompliment über das Aussehen. Und dann lernen wir ihn ein bisschen kennen. Oder auch nicht. Wie wär's, wenn du mal hier oben Madame heult? Füttern, an die Brust nehmen, Windeln wechseln, angurren, liebkosen. Und jetzt ein bisschen Dalli. Ja? Klassenvortrag. Henry muss einen Vortrag vor der Klasse halten. Und der hat seine Hausaufgaben nicht mit. Alles geben. Ey, aber guck mal, jetzt hat sie ihn schon im Schlafzimmer. Was? Klassenausflug. Die Lehrerin muss einen Moment aus dem Unterrichtsraum auf die... Okay. Nein, er soll den Plan befolgen. Leistungsverschlechterung klein. Weil er sich an die Regeln gehalten hat, hat er eine Leistungsverschlechterung. Das glaube ich aber nicht hier. So, jetzt mach dich an ihn ran. Fragen, ob Sim Single ist. Und gestehen sich ein Kompliment übers Aussehen machen. Okay. Okay, hab ich da was verpasst? Stimmt da irgendwas nicht mit der Welt? Und ich habe überlegt, wir werden. Was ist denn hier vorne los? Ist hier irgendwie Klatschtreffen oder so? Ja, hallo? Ich habe mir überlegt, wir werden mal unsere Nachbarschaft erkunden gehen. Und zum Beispiel mal alte Väter besuchen oder so. Hält ich für eine nette Idee, aber das machen wir irgendwann anders, glaube ich. Alte Väter besuchen und die Lieben wieder auffrischen oder so. Tag verschönern. Er geht voll ab. Komm, quatsch mal was schneller. Gibt es das? Schmutzige Windel wechseln. Flirte erst so ein bisschen mit ihm. Mach dich an ihn ran. Komm, kümmere dich um dein Kind. Kümmere dich um dein Kind. Kümmere dich um dein Kind. Du sollst dich mit ihm plaudern. Du sollst dich um das Kind kümmern. So. Schmeicheln. Nicht schön sagen. Schmeicheln ihm. Wir sind noch nicht so weit. Wir wollen schließlich noch ein Kind von dir. So, jetzt kriegt auch das mal endlich hin hier. Fragen, ob Sim Single ist. Ja? Und Kompliment übers Aussehen machen. Und flirten. Einfach mal flirten. Ah, kratzi, kratz, kratz. Und er ist mit Luisa verheiratet. Dann bringt das Flirten. Oh, er geht sofort drauf ein. Ja, gut. Ja gut, hab ich gesagt, dass er verheiratet ist? Sie denkt direkt wieder an Sex. Sie ist einfach so versaut. Was haben wir da für einen Sim? Oder hat der ganze Sex sie einfach wirr im Kopf gemacht? Man weiß ja nie. Hier, du solltest hier einen Kuss hauchen. Okay, er geht voll drauf ein, das ist gut. Okay, jetzt können wir hier Vollgas geben, glaube ich. Gnadenlos kitzeln. Und nochmal flirten. Und okay, jetzt müssen wir uns hier wieder bei ihm entschuldigen. Wo geht das nochmal? Romantisch? Kompliment, Anmachspruch. Nein! Du gehst nicht beschämt essen. Wo konnte man das nochmal wieder gut machen? Wo geht er hin? Er bleibt. Hallo, bleibst du hier? Tag verschönern. Bleib hier. Wir wollen noch mit dir reden. So, können wir jetzt mit dir reden? So, wie ging das denn mit der schnellen Wiedergutmachung? Romantisch, schlüpfrige Packung, Kompliment. Kein Anmachspruch. Das kommt nicht so gut. Romantisch.
Kompliment übers Aussehen machen, wenn wir uns halt wieder langsam an ihn ranflirten, sag ich mal. Es muss doch möglich sein, dass wir wieder hier im Geschäft sind. Schlüpfrige Frage stellen, packen wir auch nochmal mit rein. Aber wir haben ihn bald soweit. Und ersten Kuss. Komm, das muss doch jetzt klappen. Das muss doch funktionieren. Hoffentlich nimmt er ihn, weil dann haben wir ihn wirklich soweit. Und sie denkt einfach so, ah, komm, schlaf mit mir. Und sie denkt so, oh, die küssen sich. I, voll eklig. Er hat ihn angenommen und jetzt geht's hier. Ersten Kuss haben wir gerade erlebt, du Hans. Handspiel. Händchen halten und... Komm, wir haben Handschuhe. Einen Kuss hauchen und... Was können wir sonst noch machen? Süßholzraspeln. Baby machen. Und das machen wir dann gleich nochmal. Romantisch. Baby machen, wir wollen ja auf Nummer sicher gehen. Pinnwand ist voll. Da werde ich mich jetzt gerade mal eben drum kümmern müssen. Das interessiert mich nicht, das auch nicht. Das, er ist immer noch Einserschüler, das ist schön. Er ist noch nicht gut. Sie ist eine Zweiergrundschülerin. Er ist ein Einsergrundschüler, er darf auch altern. Huh, was ist denn hier die letzte Zeit los? So, und den Rest können wir hier alles wegknallen. Ne, das können wir hier alles... Das kann alles weg. Das kann auch alles weg. Das kann alles weg. Weg. Okay. Dann kriegt er einen Anruf von dem Direktor. Nein. Du könntest aber mal was essen. Wir versorgen hier, glaube ich, gerade mal eben die ganze Familie. Sie ist wach. Das ist schön für sie. Traurig. Oh. Oh, voll traurig. Okay. Ist er... Er geht jetzt was essen. Er geht was essen. Er soll Pipi machen gehen. Er geht Pipi machen. Und geht dann was essen. Und sie isst. Und er hat keine Hausaufgaben dabei, weil die hier liegen. Tada! Und sie hat jetzt oben wieder Spaß. Gucken wir ein bisschen zu. So wie die Kleine. Jenny guckt auch zu. Okay. Jenny guckt so, denkt sich so, was macht meine Mama da? Wer läuft denn hier? Ist das ein Milchbubi? Hä? Das ist ein Milchbubi. Hallo Milchbubi. Aus der Familie HD. Ich geh voll ab bei euch. Und... Huch! Der stöhnt aber rum. Das war unerwartet. Welch ein Stöhnfaktor. Okay. Er pennt einfach noch. Sie müsste dringend mal essen und trinken. Essen und trinken. Pinkeln und essen. So rum. Er hat einfach Hausschlappen an. Und sie hat schon wieder Fettschwabbeln am Rücken. Sie kriegt immer sofort Fettschwabbeln am Rücken. Einmal Sex und Fettschwabbeln. Sie ist einfach so der Sexschwabbel. Wie das klingt, Sexschwabbel. Von wem hast du nochmal die kleine Schwester? Von ihm? Wessen Telefon klingelt? Hey, stopp, halt. Du bleibst hier. Halt, stopp, jetzt rede ich. Du sollst immer noch Babys machen. Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche, aber da hat wer nicht verstanden, dass er gerade... Oh, guck mal, sie wird hier von ihrem Papa angerufen. Da darf sie gerne dran gehen. Da hat wer meine unterschwelligen Botschaften nicht verstanden. Dum, dum, dum. So, okay. Er quatscht mit seinem Bruder. Das ist aber schön für ihn. Jetzt können wir wieder Play drücken. Ich würde sagen, Ende der Folge. Ja, wir lassen jetzt gleich... Nachdem sie mit ihm nochmal Spaß hatte, Jenny altern. Und nächste Folge darf er altern. Er ist genau ein Zweier-Oberschüler. Er darf altern und muss leider ausziehen. Sehr schade drum.
Denn ihn mag ich eigentlich sehr gerne. Er ist so der Ersatzpapa. Warum steht da dreckiges Geschirr? Warum? Warum steht da dreckiges Geschirr? Warum kann ich das nicht mit nach oben nehmen? Weißt du was? Das tun wir jetzt in sein Inventar. Hallo? Ich will das in dein Inventar packen, Junge. Es geht einfach nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Die beiden hier haben schon wieder Spaß, das ist schön. Nein, nicht auf Wiedersehen. Ihr so wollt immer noch ein Baby machen. Dann geh jetzt hier verwenden. Und er bleibt so lange da. Hier, mit ihm wird jetzt ein Baby gemacht. Pinke, schneller, du willst im Moment immer noch mit ihm ein Baby machen, ja? Das gibt es doch nicht. Er ist echt so ein Problemtyp. Yannick will nicht Vater werden. Yannick ist voll eklig. So, jetzt krall dir ihn. Nein, du solltest dir. Yannick, krallen! Wo ist er? Jetzt ist er weg. Oh Mann! Oh Mann! Mano! Nee, da machst du jetzt erstmal einen Schwangerschaftstest. Gucken, ob der. Sie hat das Waschbecken kaputt gemacht. So, wenn er jetzt nicht den Braten in die Röhre geschoben hat, dann müssen wir uns einen anderen Vater suchen. Habe ich gerade beschlossen. Dann ist Yannick als Vater nicht geeignet. Sie ist schwanger, okay, er hat's geschafft. Okay, ich würde sagen, wir lassen jetzt unsere kleine Jenny noch altern. Boah, wir überziehen die Folge ein bisschen. Und sie altert auch ein bisschen früher. Aber dafür hatten wir mit ihr ein kleines Unglück, sag ich mal. Hui, und sie ist auch rothaarig. Wieso kriegen wir in letzter Zeit nur rothaarige Kinder? Okay, sie, keine Ahnung, was wird Jenny? Jenny wird, wer war nochmal Jennys Vater? So ein Fatty McFatfat war ihr Vater. Ich würde sagen, sie wird so ein kleines kreatives Kind. Sie möchte mal Malerin werden und deswegen ist sie. Wo ist das denn? Wo ist es denn? Musik, da, Kunstliebhaberin. Das ist gut. So, und jetzt geht sie mal ihr Outfit planen. So. Ich bin mal gespannt. Hat sie rote Haare? Sah eben auf jeden Fall sehr rot aus. Sie hat tatsächlich auch rote Haare. Aber diese Mütze, Madame, ziehst du bitte aus. Wieso haben alle diese Frisur am Anfang? Sie hatte die doch auch. So, was können wir ihr denn Süßes geben? Sowas? Das ist eher ein Kastanienbraunrot, oder? So. Ah, ne. Okay, egal. Habe ich nichts gesagt. Sie wird Künstlerin, ich weiß nicht. Was passt. Sowas passt nicht zu einer Kunstliebhaberin. Sowas auch nicht. Wir geben ihr die Frisur, glaube ich mal, denke ich mal. Und guck mal, sie ist so voll verträumt irgendwie. Die gefällt mir irgendwie. Sie gefällt mir. Sie gefällt mir. Okay, sie kriegt, was kriegt sie denn an Klamotten? Bestes Kleid, ey. Bestes Kleid, wo gibt? Gibt es das auch in irgendwelchen Farbkombinationen, die sich nicht so mit deinen Haaren beißen? Vielleicht. Ey, das passt zu den Schuhen. Weißt du was? Das behältst du jetzt. Gibt es das Kleid schon immer? Habe ich mir das runtergeladen, ohne es zu wissen? Irgendwie. What the fuck? Was habt ihr immer für Sachen an? Hier zieht das an. Und ohne Socken und ohne Brille und nein und nein. Und na gut, die Schuhe darfst du behalten, aber in einer anderen Farbe. Wie wär's mit dieser hier? Nein, das ist irgendwie doch komisch. Egal. Oder gibt es die hier in einer anderen Farbe? Nö, die gibt es auch nur so. Nein, krieg die. Bleib die an. Behalt die an. Okay, zum Sport. Was zieht unsere Jenny zum. Du hast gerade Sport mit Hippie-Dasein verwechselt, Madame. Okay, lass nochmal aus. Und. Jo. Jo. Wobei, das passt zu ihr. Weiß nicht, irgendwie ist grün so ihre Farbe. Sie ist so.
Ah, grün. Beste Farbe, wo gibt es? So, was haben wir denn hier so Schönes? Grünes T-Shirt zum Schlafen oder doch lieber ein Creeper? Oder das hier? Oder, nein, das hier? So sieht sie einfach aus wie so ein Junge. Sieh mal das hier an. Oder gibt es das hier in einem schönen grünen Ton? Da, so. Das ist so. Nein, das ist gelb. Gibt es das hier? Kommt sie das hier an? Und dann kriegst du dazu. Die hier. Perfekt. Sie ist dünn, obwohl ihr Vater fett ist. Ein Fall für Galileo Bistori. Sie ist dünn. Eins unserer Kinder ist bald dünn. Ich weiß nicht, guck immer hier als erstes, ob es hier was Schönes in Kombination gibt. Das ist ja im Prinzip das, was sie gerade eben anhatte, vorgefertigt, nur in grün. Gut. Grün ist ihre Farbe, grün ist. Nein! Hallo, wir gehen schwimmen, da brauchst du doch kein Oberteil. Ach so, sie ist ein Mädchen, sie braucht ein Oberteil. Haha! Okay, dann kriegst du. Keine Ahnung, wen hier? Voll süß. Mit dieser Kette und dem Armreif-Dings da, Bums da. Sie ist unser grünes Kind. Ich weiß nicht, sie, irgendwie mag ich sie. Oh, der Gesichtsausdruck gerade, den soll die nochmal machen. Der sieht einfach voll sweet aus. So, perfekt. Fotoshooting mit Jenny. Okay. Er hat eingelocht, das heißt, unser Kind muss mit Y anfangen, das nächste. Da habe ich ein paar, unter anderem zum Beispiel zwei japanische Namen, glaube ich, ja. Und einen nordischen Namen. Welche Namen das sind, verrate ich euch noch nicht. Das werdet ihr sehen, sobald das Kind da ist. Okay. Okay. So, jetzt würde mich aber noch mal eben was interessieren. Während sie essen geht, schlüpfe ich gerade noch mal eben hier rein. Okay, sie ist seine Tochter, genau. Und er ist sein Sohn, okay. Und er ist sein Sohn, okay, das wusste ich noch. Er ist ein Winter. Das sah gerade voll komisch aus. Okay. Philipp ist ein Winter und sie ist ein Weißhaupt. Gell? Genau, sie ist ein Weißhaupt. Caroline Weißhaupt ist die Stiefmutter. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn die Stiefmutter noch ein Kind bekommt? Wird das hier dann auch mit in der Verzweigung irgendwie angezeigt, dass hier dann noch einer ist und das dann so daneben? Weiß das einer? Weiß der einer, wie das ist? Ralf Pauls! Oh mein Gott. Sie guckt einfach mega komisch. Und du hast auch. Genau, dich hatten wir gerade schon. Okay. Die Familiengeschichte. Obwohl das noch nicht viele Kinder sind. Ich meine, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kinder. Und trotzdem sind hier diese Verwirrungsverwunkungen. Verdrehungen. Scheiße. Sehr interessant. Jetzt habe ich die Kurve gekriegt. Okay. Dann werden wir den da reinwerfen. Und ich würde mal sagen, die anfangen, der geht mal erst pissen. Und dann würde ich sagen, haben die ein schönes Wochenende. Ne? Es ist ja Wochenende. Wer läuft da hinten? Wer bist du? Du bist dieser Jens Weißhaupt? What the fuck? Junger Erwachsener? Es gibt zwei verschiedene Weißhaupts? Okay. Okay, das wusste ich jetzt noch nicht. Wer ist der Einloch-Experte, der nicht will? Er geht einfach wie ein Model. Ja. Okay. Jetzt werde ich die Folge mal beenden. Okay, bis zum nächsten Mal und tschüss.